Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity Sequenz 6. Wir hatten Sequenz 3 zum Ende, das war das DLC, was noch hinten angehangen worden ist. Was so blöd daran ist, wir haben die Reihenfolge jetzt A nicht eingehalten. B ist ein DLC, was eigentlich später dran sein sollte, aber es ist irgendwie durch einen Shortcut. Das liegt daran, weil wir die sämtliche Kartenteile aufgedeckt haben und wir irgendwann dazwischen gekommen sind. Ich bin jetzt wieder bei uns daheim und ich wollte mal eben ins Café gehen und mal eben das Geld abholen. Alle Bürger dürfen Wow, jetzt laut. jedes Handwerk ausüben, das ihrer Begabung und ihren Wünschen entspricht, sofern sie die entsprechende Lizenz erworben haben und sich an Ja die gut, das können Ausübung sie machen. committen. Wie gesagt, ich hole mal das Geld eben ab und dann schauen wir mal, wie viel Guten wir Morgen, haben. Monsieur. Die Feuerlöcher. Und wenn dann, wenn wir eventuell mal eben kurz was aufwerten, das habe ich jetzt nicht gesehen, wie viel bekommen. Oh. Zurück. Charakteranpassung. Anpassung. Ausrüstung. Waffen. Schauen wir mal eben. Die Pistole nicht. Ich würde mich eher mal ums Lang, nee, ums Schwert kümmern. Das hat mir jetzt auch 25.000 kostet, richtig. Gut. So, natürlich von den hohen Sachen natürlich viel. Gucken wir mal eben hier. Natürlich die Geschwindigkeit runter, dafür Schaden ziemlich hoch. Solide Langwaffe. Gut, der hat auch die gleiche Reihe, der pariert natürlich nicht. Schießt natürlich heftig hier. Ich glaube 125.000 ist unser nächstes Ziel. Und wir starten mit Sequenz 6 sofort. Also mir wurde gesagt, jetzt hänge ich hier fest. Das sollte ja nicht passieren. Mir wurde gesagt, oh, geh zum Reiseziel, das Einzige, was da ist, und dann kommst du wieder zurück nach Paris. Und ich so, okay, ich bin aber mit der Sequenz fertig. Und wurde dann gesagt, ist es egal, es ist halt nur DLC, was anschließend drangehängt worden ist, die Reihenfolge mitten im Game einfach weglässt, sozusagen. Aber naja, das sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt uns aufregen und alles löschen? Nö, ist doch gar kein Problem. Ich kann das auch so machen, dass ich sage, ich schneide das passend zusammen und wir hängen einfach DLC 13 hinten dran. Ist auch eine Option. Also, das heißt, das, was ich jetzt laber, ist eigentlich nach dem DLC 13, aber ich tue es davor. Und ihr kriegt einen Spoiler. Mag ich wieder. Also schneide ich es in einer guten Reihenfolge, wenn ich es hinkriege. Passend hin. Das soll also nicht so alles durcheinander haben. Und in einer schönen Reihenfolge durchgucken könnt. Genau, wir müssen wieder nach Paris reisen. Damals nämlich nach Paris reisen. Das muss ich jetzt machen, weil zum Beispiel Ladesequenzen, weil ich jetzt gerade nicht aus diesem Ding da rauskam. Ich weiß auch nicht warum. Festgeglitscht. Festgepackt. Keine Ahnung. Mein Gott. Musste ich mal kurz gehen. Jetzt habe ich mal, schaue ich mal gerade, ob ich mein gutes altes Handy aufladen kann, ja? Ja, es lädt auf jeden Fall. Wir haben schon extrem lang aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es jetzt haben. Und naja, bockt auf jeden Fall das Spiel. Wie gesagt, dann halt später im Koop noch ein paar Missionen etc. durchbestreiten. Wird schon auf jeden Fall gut kommen. Paris, Paris. Warte mal, wo führt das denn jetzt dann hin? Versailles. Ah, okay. Brauchen wir mal nicht. Wir fangen mal an mit Sequenz 6. Jakobiner Klapp. Jakobiner Klapp. Klapp. Klapp, klapp, klapp. Ich tue mal mein Handy so lange aktivieren. Ich dachte, da ist wieder was zum, dass die Leute irgendwas, die dazwischen labern. Ach, kommt vielleicht gleich. Ich
mute mich so lange auf in der Ladesequenz. »400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette!« »Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter! Nur heiße Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt frohe Kunde! Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied?« »Vergiftet. Sie holen auf.« »Germain fertigte Sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere.« »Bist du sicher?« »Gewiss.« »Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität.« »Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere.« »Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr.« »Was sagst du da, Pisspot?« Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Krieg und den Rat nochmal um. Was gab euch das denn? Ihr neues Arschloch! Obwohl der Rat... ...deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns berichten. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serres vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ja. Dann geh. Sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Ja gut, hab ich gesagt. Da sind wir wieder in Sektion 6 und es geht weiter geht's. Ja, Punkte fehlen uns. Punkte, Punkte, Punkte. Und... allerlei Handwerkszeug. Ach, warum kann man hier nicht runterspringen? Definitiv auch beim Medizin. Das hat vorher ein bisschen viel gefasst. Ja, mein guter Wehr. Wir brauchen wieder was. Wir brauchen auch Pumpen. Und wir brauchen Medizinos. Babinos. Aber ich glaube, noch eine Sequenz wäre jetzt. Später mal. Viertel nach drei. Das ist wieder so eine. Gut hinter uns gebracht alles. Komm, wo ist es denn da? Okay, haben wir irgendwo ein Reiseziel dahin? Was näher ist als meins? Alles. Ah, ich darf laufen. Alles in Ordnung, mein Freund? Nee. Ich werde hier nur verarscht. Nur verarscht von oben bis unten. Schügen wir mal. Vielleicht können wir gleich reisen. In die ganze Welt von Paris. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht Eiffelturm gesehen habe. Kann ich jetzt Portmort machen? Nee. Okay. Zack. Und nicht hoch. Hallo. Dankeschön. Ja gut, habe ich gesagt. So.
regnet. Ja, wir haben keine andere Wahl. Ab ins Wasser. N. Jetzt hört der ganze N an. Norden vielleicht. Okay. Warte, mein Freund! Das ist meine letzte Warnung! Oder auch nicht! Ich hasse es, mir die Hände schmutzig zu machen! Und mach das dann. Weiß wieder niemand, warum er es gemacht hat. Ein ungeklärter Mord. Ein ungeklärter Mord. Da liegt jemand tot. Ein ungeklärter Mord. Könnte ich sogar schaffen. Machen wir aber nicht jetzt. Komm, vielleicht mal. Ich heb mal einen auf und gucken uns das mal an.